was mich immer wieder begeistert, ist so diese Vielfalt, die wir ja einfach haben. Also diese unterschiedlichen Leute, wie die sich ja so einbringen, was die so, wie sie sich entwickeln, was sie so für Kreativität und für Impulse mit reinbringen. Und sie sich auch immer so diesen Herausforderungen stellen, viele Aufführungen, Auftritte, verschiedene Spielorte, immer alle aktiv dabei sind. Das ist das, was mich wirklich sehr begeistert und sehr freut, dass sich diese Gruppe ja so gefunden hat und auch so was Nachhaltiges hat. Also die sind hier, die sind dabei, die kommen, die nehmen Anteil an all diesen Dingen. Und ja, da ist uns, glaube ich, wirklich was super Gutes gelungen und es zeigt ja auch, dass da so ein Bedarf ist, also dass Leute so ein Interesse haben. Viele Orte, die man schon so gesehen hatte, die ich vorher wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Also richtig mal was, was Schönes, ja. Ich finde es auch klasse, wenn wir auf der Skaterbahn sind oder wenn wir in so einer ganz kleinen Bühne sind und uns immer überlegen, wie müssen wir jetzt hier was machen und so dadurch ja so uns die Herausforderung immer wieder stellen. Also das ist ja immer wieder neu, eine neue Aufführung, ein neuer Spielort und alles wieder neu entwickeln. Das ist ja auch mal so eine Herausforderung. Das finde ich auch mal sehr spannend natürlich bei der Arbeit, dass man nicht immer nur an einem Ort ist, sondern diese Wechsel hat. Also ich glaube, ohne Auftritt würde was fehlen, weil das ist ja im Grunde das, wofür man arbeitet. Also das tägliche Arbeiten gefällt mir auch sehr gut, weil das mich einfach trainiert und fit hält. Aber ein Auftritt ist nochmal was ganz anderes. Das ist die Krönung irgendwie. Das war immer so, wie so, ja, jetzt macht man diese und ich denke so, hä, was, links und rechts, linker Arm, rechtes Bein, hä, was? Am Anfang hat sie mir gesagt, Martin, du bist halt groß, dich sieht sowieso jeder, du musst perfekt sein und so, da war ich dann, ja, na toll. Da war ich noch sehr nervös und schüchtern immer vorher, aber jetzt genieße ich das auch richtig. Also das ist einfach der Hammer. Und ich habe so ein viel besseres Körperbewusstsein gekriegt, also generell einfach im Leben. Das ist sehr schön, ich kann mich so gut bewegen und ich fühle mich so gut. Und das ist einfach wunderbar. Thank you.
Es war super. Das Ende funktioniert. Also weil das hängt, egal ob ihr da auf dem Autobahn steht oder in einer Kirche oder in einem Theater, also hängt von euch. Und das war gestern so. Jetzt. Ja. Herzlichen Dank der Ambed Group. Ein herzliches Dankeschön. Eine Premiere. Sehr gut gelungen. Gegen den Wind. Akzeptanz. Der Spaß an der Bewegung. Und Teilhabe in der Gesellschaft zu fördern. Auf Augenhöhe zu begegnen. Keine lange Rede.